Hallo und hier. Ihr müsst der Berufene sein. Ja, das bin ich. Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Wir zerlegen erstmal ganz kurz hier noch ein paar Sachen. Ich kann eure. Ja. Nee, zerlegen wollen wir. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. So. Dann können wir mal gucken, was wir so herstellen können. An Dolche. Hätten wir die da, kleine ursprüngliche Klinge. Zack. Dann nehmen wir das. Dann nehmen wir das. Ich dachte, ich könnte Gems verwenden. Oh, 51. Ausrüstung reparieren. 51, das ist schon krass. Ich glaube, das wird dann noch mehr, wenn wir die epischen Sachen zerstören. Gut gemacht, Berufener. Der blinde Passagier ist Geschichte. Bitte nehmt das als Zeichen für Idyllas Dankbarkeit. Jawohl. Um den Troll haben wir uns gekümmert, dieses Mistvieh. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass diese Stadt so etwas wie eine Institution verloren hat. Es ist ziemlich bitter, dass wir der Bosheit von Elfen ausgesetzt sind, obwohl wir so hoch über den Zähnen leben. Sie haben irgendwelche Sachen in ihre Höhlen unter der Kanalisation geschleppt. Eine Brosche, einen Götzen und einen Maurerhammer. In dieser Stadt gibt es immer etwas zu tun. Aber Arbeit ist eine gute Möglichkeit, die eigene Schwermut zu vergessen. Ich bin ein Mitglied der Wache, wie alle anderen. Ich bin für die Aufrechterhaltung des Friedens in der Stadt verantwortlich. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Die Stadt schickt regelmäßig Vermesser in die Kanalisation, normalerweise mit Eskorte. Aber die Wache hat dieser Tage nicht genügend Leute. Die Bewohner von Idylla brauchen eigentlich ständig irgendetwas. Diese Tafel ermöglicht der Gemeinschaft, ihnen zu helfen. Wenn ihr einen der Aufträge auf der Tafel mit Bittgesuchen erledigt habt, entschädige ich euch für euren Aufwand. Okay. Ich habe euch noch eine Quest. Gut gemacht, Berufener. Es ist traurig, dass unsere Vermesserin tot ist. Aber danke, dass ihr wenigstens ihren Bericht gerettet habt. Hier, nehmt das. Okay. Gut gemacht, Berufener. Danke, dass ihr diese Gegenstände geborgen habt. Bitte nehmt das als Zeichen für Idyllas Dankbarkeit. Blinde Erbstücke. Es freut mich, dass die Gegenstände ohne allzu großen Ärger gefunden wurden. Danke, Berufener. Das sind schlechte Nachrichten. Wir müssen bei unseren Vermessungen vorsichtiger sein. Aber davon kann sich die Familie der Vermesserin nichts kaufen. Danke für Ihren Bericht. Okay, was haben wir hier noch? Wer zuerst kommt, mal zuerst. Das ist eine Aufgabe. Machen deine Lungen. Zu viel Wasser aufgenommen mit. Den nehmen wir mit. Machen wir. Auch wieder. Wieder zwei Quests für die Kanalisation. Das sind viele Quests. Dann geben wir noch die Plünderer ab. Ihr seid zurückgekehrt. Braucht ihr sonst noch etwas? Ich habe ein paar Totems. Sehr gut. Ich will versuchen, euch für eure Dienste zu belohnen. Und wieder. 10 Stück. Sie streunen durch die Länder Zack. Unter der... Und dann gehen wir mal zum Haupt... Ein neuer Tag in diesem verlassenen Land. Die Quests unten, die machen wir mal so. Irgendwann mal. So. Berufener, kann ich irgendetwas für euch tun? Noch nicht, aber vielleicht irgendwann mal. Oh. Hallo, Chef.
Ihr habt Arkes Reif in eurem Besitz. Dann ist der Kranz beinahe vollständig. Wie gesagt, die Grundlage ist Gold mit eingravierten Gebetsrunen. Nun muss er mit Blut und Mühsal umflochten werden. Die Kolossae stellen die Grundlage bereit. Die Natur sorgt für die Insignien. Doch die Lorbeeren des Kranzes muss man sich verdienen. Wir brauchen Federfahnen der Terexe. Sobald wir sie haben und der Kranz vollendet ist, kann das Ritual der Buße beginnen. Alles klar. Ich nehme an, ihr seid schon mal einem Terex begegnet. Vermutlich den Mischlingen, Aasfressern, die sich von Kadavern ernähren. Sie sind eine echte Plage. Wir haben es häufig mit ihnen zu tun. Was wir suchen, sind aber die Federfahnen der Alpha-Terexe. Sie sind kämpferisch und stolz, wie alles Wilde, Ungezähmte der Natur. Um den Göttern die Aufrichtigkeit unseres Glaubens zu beweisen, müssen wir einen mächtigen Gegner bezwingen. Die Alpha-Terexe werden diesen Zweck erfüllen. Die Götter haben euch gesandt, um Zeuge unserer Buße zu werden. Und dafür müssen wir den Kranz der Absolution fertigstellen. Der Kranz wird aus großen Federn, den Federfahnen der Alpha-Terexe, angefertigt. Sie leben in Horsten im Süden. Alles klar. Wir müssen handeln. Dann machen wir das. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass er da wieder rausgeht, oder? So. Zack, reisen wir hier hin schnell. Warum muss ich mich da vorne mit dem treffen? Wow. Warte, gib mir mal die Gebietskarte. Zack, 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 zack. Kommt. Der Kranz muss angefertigt werden. Ich hab auf dich gewartet, Kumpel. Du bist so langsam. Kommt. Der Kranz muss angefertigt werden. Du bist einfach zu langsam, Großer. Gehen wir da oben hin, machen ein paar Flattermänner kaputt. Kommt, der Kranz muss angefertigt werden. Wir sind da. Sehr gut. Ich spüre, wie die Hoffnung wieder durch meine Adern strömt. Die Aussicht auf eine Aussöhnung schenkt mir eine zweite Jugend. Kommt! Wir müssen die Alphas sämtlicher Horste töten. Mit ihren Federfahnen werden wir die Wünsche der Götter erfüllen. Okay. Die Terex-Horste liegen in der Wildnis der Zähne von Naros, südlich der Stadt. Wir müssen also keine weite Reise auf uns nehmen, um zu finden, wonach wir suchen. Doch obwohl es dort auch zahlreiche schwächere Terexe gibt, interessiert uns nur das Gefieder der Stärksten und Klügsten ihrer Art. Sie sind die wahre Herausforderung. Okay. Wir müssen handeln. Gott sei Dank habe ich von den Kleinen sehr viele schon kaputt gemacht. So führe den Lust um ab. Ich glaube, das ist nicht so gut. Hallo? Inventar? So lasst uns beginnen. Und während wir diese Trophäen an uns nehmen,
sollt ihr erfahren, welche Reise die Kolossale auf sich genommen haben, um hierher zu gelangen. Wir waren einst Wilde, nicht besser als die anderen Riesenvölker. Man nannte uns Mairu, und an diesen Namen waren wir gebunden, bis eines Tages Etene zu uns sprach. Sie sprach von einer Bestimmung und Größe, die wir nicht besaßen, aber erringen könnten. Sie zeigte uns den Weg der Erhöhung, und wir folgten ihm bis hierher, zu den Zähnen von Naros. Okay. Nein, wir sind weit von der Heimat unserer Vorfahren entfernt. Es war zweifellos der Wunsch der Götter, dass wir unserer unzivilisierten Vergangenheit den Rücken kehren. Und es war notwendig. Obwohl uns die Jotun und Etin einst als Verwandte betrachteten, wurden sie neidisch auf uns, auf die Stärke, die uns durch die Gunst der Götter verliehen wurde. Die Spannungen wuchsen zu einem Krieg heran. Es war ein Zeichen Ethenes an mein Volk, sich eine neue Heimat zu suchen, in der wir das Geschenk ihrer Weisheit auf ewig nutzen könnten. Also gut, Berufener. Na gut, dann geht's weiter nach oben. Ach genau, was ich ausprobieren wollte. Machen zwar 10 Schaden weniger, aber da widerstehen die Gegner zu. Spürt meinen Zorn! Nee. Probieren wir die mal aus. Wir durchstreiften die Zähne von Naros auf der Suche nach der Heimat, die uns versprochen ward. Und als alle Hoffnung verloren schien, fanden wir den Hyperion. Er war ein göttliches Artefakt. Keine sterbliche Hand hätte ihn je erschaffen können. Ein gewaltiger Stein. Einsam in der Wildnis. Mit dem eingravierten Bildnis einer schwebenden Stadt. Und im Herzen der Stadt befand sich der Hyperion selbst. Da wussten wir es. Etene befahl uns, diese wundersame Stadt zu errichten. Es war ein Pakt. Doch wir verrieten dieses Ideal. Aha. Die Götter haben in ganz Amalur Rätsel, Mysterien und Herausforderungen hinterlassen, um zu prüfen, ob wir würdig sind. Indem wir sie lösen, beweisen wir unsere wahre Größe. Der Hyperion ist eine dieser Herausforderungen, vielleicht die bedeutendste von allen. Doch obwohl wir ihn schon vor Jahren entdeckten, haben wir die Antwort noch immer nicht gefunden. Alles klar. Er ist ein Rätsel, aus Stein gehauen, das uns die Götter hinterließen. Er zeigt eine Stadt in den Wolken, in deren Herzen der Hyperion schwebt. Es war ein Pakt, den die Götter mit uns schließen wollten. Die Emporhebung Idyllas und des Hyperion. Aber das Rätsel ist schwer zu lösen. Und wir konnten die Antwort nicht finden. Sie sind bösartige Bestien, wild und stark. Und die Alphas, unsere Beute, sind besonders zäh. Alles klar. Wir müssen handeln. Bin immer hinter dir. Bin mal gespannt, ob ich mit den Dingern Schaden mache. Ich glaube, wir hatten die sogar schon mal benutzt, aber ich glaube, schwächere. Schau mal. Okay.
würde sogar... Letztlich erhob sich die Stadt, doch der Hyperion folgte ihr nicht. Das Herz der Stadt blieb unbeweglich an seinem Standort zurück. Das konnten wir nicht hinnehmen. Mein Vorgänger Arkes versuchte, den Hyperion dazu zu zwingen, sich emporzuheben. Doch der Hyperion wies ihn ab. Er tötete ihn und seine Anhänger und versiegelte sich selbst. Unsere Arbeit hier ist vollbracht. Nehmt dies als Zeichen meines Dankes. Die Terexe sind mächtig und ihre Häute sind sowohl leicht als auch robust. Sie werden euch gute Dienste leisten. Okay, was geschieht nun? Ich muss den Göttern beweisen, dass mein Volk von Arkes Fehlern reingewaschen werden kann. Mit dem Kranz kann ich ein Ritual der Buße durchführen. Und da ihr die Chiffre tragt, die Verbindung zu den Göttern, werdet ihr es bezeugen. So kommt. Wir müssen diese Zeremonie am Ort unserer ursprünglichen Verfehlung abhalten. Gehen wir zum Hyperion. Okay, Ritual der Buße. Es ist kein Ritual im klassischen Sinne. Wir waren noch nie so tief gesunken und hatten nie zuvor Bedarf an einem derartigen Akt der Überzeugung. Wir müssen den Hyperion unterhalb Idyllas aufsuchen. Er ist der Schauplatz unserer gewaltigen Sünde. Und er wird auch der Ort unserer großen Absolution sein. Die Chiffre, die ihr tragt, ist eine Verbindung zu den Göttern. Zu ihrer Weisheit, ihrem Urteil und ihrer Macht. Ihr tragt sie und seid somit der Mittler der Götter. Schon bald werdet ihr Zeuge des Rituals der Buße sein. Ebenso wie die Götter selbst. Okay. Wenn nicht, warum wurdet ihr dann zu mir geführt? Um uns in unserem Leid zu verspotten? Um unser Flehen zu verhöhnen und Salz in unsere Wunde zu reiben? Ich kenne die Götter meiner Vorgänger. Sie würden die Antwort auf ihre Rätsel nicht offen zur Schau stellen, ohne uns die Möglichkeit zu geben, sie zu benutzen. Und nun kommt. Der Hyperion wartet auf uns. Alles klar. Die Erlösung wartet. Dieser Hyperion kommt wahrscheinlich dann in dieses Loch in die Mitte rein. Also ich finde diese Chakras, Chakramas, Dingsbums, Chakram-Dinger ganz geil. Aber... da müsste ich Punkte reinskillen, damit ich die ordentlich benutzen kann. Und ich glaube, die sind... auch Fähigkeiten. Müssten die hier drin sein. Da. Chakrameister. Das heißt, da müsste ich 5 Punkte hier irgendwo reinskillen, das vielleicht voll. Oder Stäbe und so. Und dann könnte ich Chakra-Meister skillen. Wäre vielleicht gar nicht schlecht, aber ich skill jetzt erstmal aufs Gift. Denn das Gift ist ganz gut. Wohin muss ich hier runter, muss ich? Küsteslager, Brunnen, Schleife, da ist ja, gehen wir hier nach oben, gehen zu Hystes. Oder besser gesagt, wir beenden hier mal die Folge und schaffen es bis nach Hystes. Schade. Aber wir wissen, was wir in der nächsten Folge zu tun haben. Also Leute, tschüss.